Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kunststücke. Letztes Mal waren wir ja in der Hutschachtel und ich habe euch versprochen, für euch noch ein paar Kunststücke ausfindig zu machen. Wir sind hier heute in der alten Schuhfabrik Kopp und wir sind aus zwei Gründen hier. Ein Grund steht hier im Hintergrund, dass mein Freund Helmut, der hier sein Atelier eingerichtet hat, da nehmen wir euch gleich mit hin. Der zweite Grund bin ich selbst. Ich habe im Moment ein Projekt laufen vom Schuh zur Kunst. Und was wir vorhaben, erklären wir euch im Maschinenhaus. Bis gleich. So, dann kommt mal mit. So, und ab jetzt sprechen wir Bermersensisch, weil wir sind in Bermersens, in einer Bermersenser Schuhfabrik. Moische nochmal. Moische, genau. So, das sind die, der Aufgang, die Katakombe, sehr kultisch hier alles. So, das ist schon Teil von deinem Lager, Helmut? Ja, das ist nicht nur Lager, hier steht sogar eine Dusche. Oh, da ist eine Dusche. Ein bisschen kalt wie im Zeltlager hier. Okay. Ja, und das sind schon die ersten Berge, würde ich sagen, was man schon so. Ja, ganz genau. Was wichtig ist, der Helmut ist seinerseits Künstler, ja, und er macht, wie heißt das auf Upcycling. Upcycling, genau, Upcycling. Er macht aus alte Möbel. Warum erzählt er das eigentlich nicht selber? Ja, genau hier. Nicht nur aus alte Möbel, auch neue Sachen. Aber die liegen so hauptsächlich im Alter. Wir haben das alte Tor. Also das ist jetzt echt ganz lange nicht geöffnet worden. Wir sind fast die Erste, wo das sehen. Mit einem kultischen Blick. Und dem schönsten. Jetzt hören wir gerade die Glocke vom Rathaus. Ja, genau. Richtig? Genau. Vor allem der kultische Blick. Ich habe mir schon überlegt, hier ein Baumhaus reinzumachen in die alte Eiche. Oh, da bin ich aber mal gespannt, wie du mit dem Ordnungsamt im Bermersens ähnlich ist. Egal, einfach machen. Mir wurscht. Also gehen wir mal höher. Okay. Jetzt gehen wir mal ins Herzstück. Ja, genau. Nämlich ins Maschinenhaus. Also die Fabrik wurde sicher 30 Jahre nicht betreten. Ich war wieder der Erste, wo drin ist. Der Staub hat es gesagt. Sieht man ja hier. Sehen Sie? Man kann da Probe bauen. Und man kann diese Reise. Ja, es gibt ja hier Licht, aber das müssen wir erstmal anschauen. So, ich warte nur auf die Kamera, Frau. So, hier kommen wir, ja, das ist die Fort Knox von Pirmasens, haben wir hier. Also wir waren schon mal da. Ja, das ist die frühere Heizung gewesen von Kopps Fabrik. So, jetzt kommen wir in die heiligen Hallen. So, wird gearbeitet, gewohnt, gekocht. Oh, Mitte drin. Da hast du ja schon nicht gewischt. Die Küche. Und hier kann man auch schlafen. Was natürlich jetzt der Pirmasens ein bisschen verwundert. Aber wie gesagt, ich mag Zeltlager. So. Ach, das ist deine Schlafkatakombe. Ah ja. Da geht aber keiner was an. Gut. Ja, kommen wir weiter. Also ja, die Kamera, wir können hier nachher ein paar Aufnahmen machen. Achtung, Kopf. Hier ist der Bereich, also da war extrem viel Müll, Dreck, Staub, das habe ich entsorgt. Und hier sind Werke, wo schon fertig sind, so. Was ich so baue. Das ist, das sind Kunstwerke von deiner Tochter. Ja, genau. Die Celine. Ja. Da kann man ja auch mal irgendwann in Kunststücke mal vorstellen. Ja, genau. Ja? Weil mir gefällt sehr gut, was er macht. Aber ich nehme jetzt gerade mal so ein Stück, was so das aus Dinge werden. Das ist deine Kunst, ne? Das ist deine Kunst. Andere nehmen das Ding jetzt und wissen nicht, was sie mitmachen. Da wird aus einer polnischen Munitionskiste. Wird halt Tisch. Ein Salter Drehstuhl vom Baujahr 60. Aha. Ja, und das wird dann wieder vermarktet. Ich sehe, du hast ein Favel für Koffer, genau wie ich. Ja, das stimmt. Von, wie viele Koffer habe ich jetzt schon von dir gekriegt? Drei? Mindestens drei, ne? Ja. Sehr coole Koffer. Dieser wird Poker. Und das Teil ist von einem Poker aus also der 60er. Der war das unangestellt, nichts mehr. Okay. Und das wurde jetzt hier zum Eine Poker. Seemannskiste sozusagen. So kann man das nennen. Ja. Kann man ins Bad stellen? Boah, was? Ja.
Also das ist die alte Halle, wo die, das Rad war, wo der Dampf angetrieben wurde. Und das hatte praktisch, wurde der Dampf weitergeleitet, das Dampfrad, um die Maschine beim Kopf zu betreiben. Vielleicht kann man irgendwann den Kopf mal nehmen. Vielleicht kann man das die Bank noch mal zeigen. Das ist aus Schier gemacht. Finde ich sehr, sehr kurios, sehr originell. Das ist eines deiner Lieblingsstücke, oder? Ja, ich habe noch zwei mehr gebaut, die sind aber schon in zwei Geschäfte untergebracht. Ja. Und das ist noch die erste Version von dem Ganzen. Super, fantastisch. Ja, Unagestelle, Kombination, ist das halt für so Mädchen, für ihre Sache, wenn sie machen hier. Einfach, schlicht und ein bisschen fetzig. Okay, super. Jetzt gehen wir mal vor wieder. Es gibt ja so viel zu entdecken, da könnte man ja Kinofilm. Film in Kinofilmlänge drehen. So. Nachher machen wir noch sowieso ein paar Aufnahmen. Das ist ja cool. Celines Werk. Weil. Nein, ich darf jetzt nichts verraten. Ich bin ja. Hier ist mal in meinem. Sag ich jetzt einfach mal. Beim Kopf schlage ich mal den Kopf auf. Ja. Hier gibt es auch aktuelle Artikel aus der Zeit, wo drüber geschrieben wird, dass man das, was ich hier tue, in solche Halle super machen kann. Ja. Das ist der aktuelle Artikel sogar. So, und jetzt der zweite Grund, warum wir da sind. Das hat sich sozusagen parallel im Prinzip entwickelt. Er hat sich die Fabrik oder das Maschinenhaus ausgesucht und ich habe mir überlegt, in der nächsten Zeit vom Schuh zur Kunst, weil ich habe immer in der Schuhfabrik geschafft, wie ich aus der Schule gekommen bin. Und die ganze Zeit, die ich dann gebraucht habe, oder beziehungsweise bis sich der Künstler entwickelt hat, bis heute möchte ich gerne in meiner Kunst erzählen. Und dann haben wir uns wieder getroffen. Du hast mir das geile Maschinenhaus gezeigt und hast mir erzählt, was du vorhast. Ja, und jetzt haben wir gedacht, wir schmeißen uns einfach zusammen. Ja. Und wenn wir schon mal da sind, ich sehe, du hast dich ziemlich ausgebreitet. Was für Platz hättest du mir dann zugeteilt? Ich kann mich auch wieder verändern. Du kannst dich wieder verändern. Ich bin flexibel. Okay, du bist flexibel. Das heißt, ich ziehe teilweise mit da in und arbeite punktuell diese vom Schuh zur Kunst hier in der Kopsche Schuhfabrik aus, weil hier schließt sich der Kreis für meine Geschichte. Passt genau. Passt genau. Wir haben auch noch zusammen was vor, 2018, aber da schweigen wir jetzt mal still. Und dann würde ich sagen, wir machen noch ein paar Aufnahmen von deiner geilen Sache. Und sagen wir einfach der Leute tschüss, bis nächstes Mal und haltet die Ohren steif. Ciao. Adios, Permacenza.